sind gut durchgekommen eigentlich. Hier wird noch gespeichert und weißt du was? Jetzt mache ich mal ganz kurz eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich in der nächsten Aufnahme. Hoffentlich habe ich es noch drauf. Einigermaßen. Der letzte Shooter, den ich gespielt habe, war übrigens, glaube ich, tatsächlich Wolfenstein New Order. Ist also ein Jahr her, dass ich einen richtigen Shooter gespielt habe. Ja. Deswegen, naja, in der nächsten Aufnahme. Jetzt, ich wollte ganz kurz Pause. Jetzt, ich gehe erstmal rendern. Okay, bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein in einer neuen Aufnahme. Altes Blut, neue Aufnahme, eine super Kombination, eine Kombination sozusagen. VW freut sich. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, den Medischock nehmen wir mit. Und ich glaube, hier müssen wir, wenn ich das richtig sehe, einmal durch. So, ich quatsche auch gar nicht. Ach! Das fängt doch wieder gut an. Ja, muss ich gerade wieder ein bisschen reinkommen. Werde sofort willkommen geheißen. War das der Einzige? Hat aber gerade ganz schön verzogen. Der stand aber gerade hier am Stationären. Das geht ja so nicht. Ah, tatsächlich. Hab jetzt in den Kommentaren zwischendurch gelesen, wie man... wusste ich gar nicht mehr, ist ein Jahr her, dass man um die Ecke lugen kann oder wie man um die Ecke lugen kann mit Alt. Aber sonst sind hier keine, ne? Die Musik straft mich Lügen. Ich suche ab. Ich suche ab, aber ich sehe sie einfach nicht. Der müsste da oben gewesen sein. Nicht, da sieht mich. Ach! Da oben gewesen. Ich dachte gerade, der wäre hier oben. Das sah so danach aus, als würde einer stehen. Ich bin furchtbar darin zu erkennen, von wo der Damage jetzt kam. So, kleiner Kontrollpunkt. Und eine leckere. Ah, eine leckere Brezen. Eine Brezen und ein Bier. Das Feigurt. Okay, wir könnten jetzt da weiterlaufen, aber ganz ehrlich. Jetzt will ich mal gucken. Wir können noch nicht mehr zurück. Ey, das ist gemein. Signal entdeckt. Das ist gemein. Ich wollte gar nicht. Ich dachte, hier wäre ein Secret. Da ist jemand. So, 16 Meter voraus. Ich hoffe, wir sind hier einigermaßen safe. Ich höre hier überall Schritte. Aber ich glaube fast, die kommen von oben. Scheiße. Das war doof. Genau, den anderen wollte ich nämlich verhindern, dass der uns zu nahe kommt jetzt. So. Nein, ich glaube nicht. Ja, von lebendig auf tot, Freundchen. So. Jetzt bleib ich mal ein bisschen im Lauf. Vielleicht sollte ich nicht so verziehen beim Schießen. So, einmal kurz außen rumlaufen.
So, die Männer sind alle oben, nicht unten. Noch, noch mehr. Mist, zu spät. Oh Mann! Lass mal wieder reinkommen so ein bisschen, ich entschuldige mich. Vielleicht soll ich die Hammerschlacht nehmen oder wie die hieß. Okay, wir haben nicht mehr so viel Rüstung. Ich nehme mal das gute Stück hier, komm. Na? So, 46 haben wir noch, das geht. Das reicht hier gerade noch. Die kommen offenbar eh alle da raus. So, die müssten beide hier drin sein. Genosse General, lass dir das mal durch den Kopf gehen, Junge. So, ich glaube, der Alarm ist vorbei. Jetzt können wir mal ein bisschen looten gehen. Da hätten wir uns bis dahin hinschleichen müssen, aber leider, der eine Schuss hat nicht gesessen, da war ich ein bisschen übermütig am Anfang, aber egal. Naja, jetzt haben wir die trotzdem, haben wir die einfach massakriert, kriegen hier wieder alles mit Munition voll. Rüstung braucht man ein bisschen mehr. Unten sollte man vielleicht nochmal schauen. Wir wären eigentlich gut durchgekommen, ehrlich gesagt. Also wir hätten uns gut durchschleichen können, aber naja. Da war ich wieder ein bisschen zu ungeduldig. So, Rüstung, Rüstung. Rüstung. Letzten Endes ist es egal. Hauptsache, wir übersehen nicht die Notizen von Helga und die ganzen anderen Sachen. Ich räuspere mich und verliese. Notiz von Helga. Dezember. Das Mysterium von Wulfsburg vertieft sich. Ich dachte zuerst, die Stadt wäre durch die einfallenden Barbaren vernichtet worden. Falsch. Neue Theorie. Die Zerstörung der Stadt wurde von König Otto angeordnet. Warum? Waren die Bewohner nicht loyal? Das lässt sich nicht herausfinden, nur dass es schnell und überraschend war. Die Stadt wurde Jahrzehnte später wieder aufgebaut, als hätten diese Ereignisse niemals stattgefunden. Welche Geheimnisse wohl unter der Asche verborgen liegen? Neulich habe ich mit angehört, wie ein paar Soldaten sich darüber unterhielten. Die sprachen von Riesen und Dämonen, einfache Legenden von einfachen Leuten. Aber wie immer enthalten Geschichten dieser Art einen wahren Kern. Ich muss noch weiter nachforschen. Es schneit heute noch mehr. Vielleicht lese ich heute vorm Kamin. Morgen Abendessen mit Karl. So aufregend. Was soll ich nur anziehen? Am besten Blicke. So, hier haben wir sonst nichts mehr. Das nehmen wir nochmal mit. War da gerade was? Nee, ich dachte gerade, ich hab da irgendwie... Aber... Was ist... Okay, das hängt wahrscheinlich von oben runter. Wir wären jetzt, glaube ich, hier... Ah, da wären wir... Aber ich würde gerne, ehrlich gesagt, wieder hier durchgehen und die andere Seite nochmal durchsuchen. Da kann man die Treppe hoch. Aber vielleicht wären wir da vor einer verschlossenen Tür sowieso gelandet. Das kann natürlich sein. Weil alle Türen sind hier verschlossen. Es ist doch relativ linear, das muss man zugeben. Macht aber deswegen nicht weniger Spaß. Horseboost. Guter Pferdeschluck. Lecker, lecker. So, 75 Rüstung haben wir wieder. Ich dachte, wir kommen auf 100, aber leider nicht. Die Medischock bringt uns gar nichts. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Vielleicht hätte ich sie sparen sollen für später. So, die beiden Helme. 85 Rüstung. Hier kriegen wir nichts mehr. Ach, da sind wir ja wieder. Medischock. Nehme ich nicht mit, weil, ganz ehrlich, vielleicht brauchen wir das später mal. Momentan aber nicht. Medischock. Ist das auch ein Medischock? Sind wohl beides Medischocks. So, warte. Gewalt gegen Kisten. So. Huch. Sind ja auch fiese Nazi-Kisten. Die sind genauso. Diese fiesen Holzkisten haben sich mit den Nazis zusammengetan, deswegen darf man da auch ruhig mal Einwände erheben. Und Einwand heißt in dem Fall kaputt schlagen. Erstaunliche Technologie. Aha, ein Hund.
So, die haben ja gar keine Rüstung. Da drüben geht's auch nicht weiter. Lalala. Doch, da geht's weiter. Zutritt nur für Befugte. Jetzt frage ich mich gerade mal ganz kurz, haben wir die Map wieder aufgenommen? Wir müssen da lang. Das heißt, wir gucken nochmal ganz schnell. Wir waren nämlich noch nicht überall. Und zwar hier links waren wir noch nicht. So, offenbar Gefangenenlager. Ich bin mir nicht sicher hier. Oh, Treppen in der Welt. Oh, mein Lieblingsbuch, Treppen in der Welt. Das habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Oh, wie cool. Inzwischen bin ich auch stolzer Besitzer des Buches Treppen in der Welt und ich kann nur sagen, es lohnt sich einfach. Jede Seite ist wieder neu und aufregend. Es ist so wunderschön. Eine Kollektion, eine bessere Kollektion von Treppen gibt es einfach nicht. Für alle Treppenfreunde dieser Welt, holt euch bitte dieses Buch. Es ist ganz fantastisch. Leider gab es nur ein einziges Buch in der Auflage, das zufällig bei mir ist und ich werde es immer gut behandeln. So, jetzt aber hier durch. Ich erzähle euch keinen Quatsch. Hab wirklich ein Buch bekommen. Das Treppen in der Welt hieß. Das war so, ne? Genau. Oh. Oh. Das ist doch eine Falle. Geht's dir gut? Ich schaue mich erstmal um. Wird ihm da was injiziert? Also wird ihm da Wissen injiziert oder extrahiert? Das sieht mir nach injiziert aus. Wobei das hier, ich weiß nicht genau, wie das jetzt zusammenhängt. Mit ihmchen hier. Verhörbericht. Befrager Major Rudi Jäger. Die befragte Person ist ein mutmaßlicher Doppelagent der Alliierten. Die Person war zum Zeitpunkt ihrer Festnahme auf Burg Wolfenstein in Begleitung eines weiteren Agenten, befragter Nummer 46011902, während sie versuchte, in das archäologische Forschungsbüro von Oberstlieutenant von Schaps einzudringen. Es wird zudem vermutet, dass die Agenten Unterstützung durch eine Kontaktperson der Widerstandsbewegung hatten. Die Person wurde nach ihrer Identität, ihrem Auftrag in Burg Wolfenstein und ihrer Kontaktperson im Dorf befragt. Außerdem wurde gefragt, worauf sie es in Oberstlieutenants Büro abgesehen hatte. Die Person verweigerte jegliche Antwort. Der Person wurden Stromschläge verabreicht. Die Person zeigte sich mental standhafter als ursprünglich angenommen. Sie verweigerte trotz der körperlichen Belastung weiterhin die Kooperation. Anstatt von Stromschlägen kamen im Folgenden einige der erweiterten Verhörtechniken zum Einsatz. Es wurden Schläge auf den Kopf sowie Messerschnitte am Körper zugefügt. Des Weiteren wurde der Person Eiswasser ins Gesicht geschüttet, ohne Ergebnis. Die Person kooperierte nicht. Die meisten Menschen hätten schon weit früher den Widerstand aufgegeben, daher muss es sich bei der Person um einen erfahrenen, hochrangigen Agenten handeln. Die Person weigerte sich auch nach längerer Behandlung mit Stromschlägen, die Identität ihres Kontaktmanns vom Widerstand preiszugeben. Die Person ist körperlich nahezu vollends erschöpft und bei weiterer Behandlung mit Stromschlägen ist ein Ableben wahrscheinlich. Die Befragung wird daher kurz unterbrochen, damit die Person sich erholen kann. Gut, wir wollen auch mal ganz kurz unterbrechen. Vielleicht ist es auch wirklich eine Falle, vielleicht erwarten die uns hier. Es sieht doch ein bisschen danach aus. Hey. Hey. Kommen Sie, Wesley. Aufwachen. Wachen Sie auf. Kommen Sie, Wesley. Laskovich. Ja. Da haben wir uns aber was Schönes eingebrockt, was? Keine Ahnung, wie Sie überlebt haben. Kommen Sie. Geht doch. Ich habe einen geheimen Trick. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Alles klar. Kann ich empfehlen. Na los, das hier. Nein. Alles in Ordnung? Dachte schon, dass du nicht mehr aufwachst. Greta, bleib. Greta war hungrig. Ich wollte das Fleisch nicht verkommen lassen. Das verstehst du doch. Du krankes Dreckschwein. Dreckschwein. Das nenne ich Humor, was bestimmt der Klassenkasper in der Schule, oder? Aber der Spaß hat jetzt ein Ende. Mein Vater starb durch einen Stromschlag. Solche Unfälle waren in den Kohlengruben im Ruhrgebiet keine Seltenheit. Mein Onkel erzählte mir, dass ein Wasser stammt, als es passierte. Wasser leitet Strom. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau. Wasser.
Wenn ich diesen Knopf drücke, wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte, beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nikolaus. Diese Mädchen werden dich nicht retten. Rede schon. Warum bist du so stur? Deine Leute sterben da draußen. Auf den Stränden, den Feldern, das ist jämmerlich. Wie Insekten ohne Flügel. Ihr habt den Krieg verloren. Wenn ich entkomme, grill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Es wird zählen, einatmen. Es wird zählen, ausatmen. Ein letztes Mal noch, dann bist du dran. Wer ist dein Kontakt? Ja? Und wenn ich mit dir fertig bin, dann töte ich deinen Köter. Leck mich! Scheiß Köter, scheiß Kreter, aus! Dumme Töle. Ich hab deinen Scheiß gut erledigt, Rudi. Achtung an alle Wachen! Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift! Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht! Ich will das Schwein putzen! Scheiße. Komm schon. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Ja, jetzt aber keine Zeit für Sentimentalitäten. Mist, wir haben nur das scheiß Rohr. Ich habe keine Waffen mehr. Okay, wir haben Rüstung. Wir haben 100 Gesundheit, was ich mir kaum vorstellen kann. Okay, da war ich ein bisschen zu übermütig. Ich hätte die Augen am Anfang nicht zumachen sollen, das machen wir hinterher. Ich hab deinen Scheißhund erledigt, Rudi. Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift. Dort ist eine dreckige Ratte auf der Flucht. Ich will das Schwein putzen. Okay, von wo kommen die rein? Haben wir hier irgendwo Waffen? Ho! Na komm, gib mir deine Waffe. Oh Mist, die hat uns doch getroffen. Okay, jetzt zärtlich vorgehen. Lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Scheiße, keine Muni mehr. So, Freundchen, du bist der Nächste. Oder du? Scheiße, schon wieder keine Muni. Das Mikro ist so empfindlich eingestellt, dass ich nicht richtig reden kann manchmal. Sieh mal eine an. So, Positionswechsel. Scheiße. Ich muss erstmal gucken, was ich gleich für Waffen habe.
Alter Schwede, ihr dreckigen Penner. Oh, zwei von denen. Die Lumpen. So, yeah, Rüstungsverbesserung 1. Ich freue mich sehr. Die Fetten kommen ja eh nicht so schnell runter. Ja, später. Scheiß hast du. So, Freunde, was haben wir denn alles? Nicht so viel, wie ich sehe. Sturmgewehre, Bombenschuss. Vielleicht können wir damit was ausrichten. Ach du Scheiße. Oh oh. Okay, wir können damit was ausrichten. Wo ist eine andere Dicke? So, das war er. Von denen holen wir auch mal schnell die Waffen. Ich hoffe, die kriegen wir auch. Eieiei, Schockhammer-Munition. Na gut, dann eben das. Alarm ist vorbei. Befragung ist vorbei. Greta ist vorbei. Oh Mann, du arme Sau. Na. Ruhe in Frieden, alter Freund. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte. Bis 4 zählen einatmen, bis 4 zählen ausatmen. Wie kommen wir denn hier rein? Da ist auch noch Medizin. Oh. Ach. Ach so, ich dachte, da hätten sie sich abgeschlossen. Na, das wäre ja einfach gewesen jetzt. Na, tolle Wurst. Naja, egal. Dann haben wir es eben auf die harte Tour gemacht, ist auch gut. Wenn man weiß, wo die Waffen sind, ist es wahrscheinlich einfacher. So. Ja, das hätte uns vieles vereinfacht. Hätte man das gewusst, hätte das vieles vereinfacht. Aber wer rechnet dann damit, dass der Typ nicht hinter sich abschließt? Wenn der schon flüchtet. Okay. Können wir noch irgendwas hinten aus dem anderen Arsenalraum da holen? Wir haben eh 100-100. Munition haben wir auch sehr voll. Hier fehlt uns jetzt leider ein bisschen der Zoom. Ich hätte gehofft, unsere Klamotten kriegen wir hier irgendwo im Schrank, aber leider... Leider nein. Na gut, dann gehen wir weiter. Aha. Das ist ja spannend. So, die haben wir zumindest auch wieder. Zack. Und dann gehen wir mal hier durch. Karte aktualisiert. Fahrstuhl. Fahrstuhl.